Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Viviette, bei uns auf dem Kanal The Bee and the Bee. Ich bin die Bee und ja, ich bin letztes Mal an diesem Statuenrätsel ein bisschen gescheitert. Gut, wir haben jetzt auch noch nicht so tiefgehend drüber nachgedacht. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen in den Garten. Ich glaube, dass das tatsächlich nichts mit den Statuen an sich zu tun hat, sondern mit den Symbolen. Wahrscheinlich müssen wir die Statue, die beim jeweiligen Symbol steht, irgendwie verschieben. Das ist natürlich wieder die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man den ganzen Käse? Ich habe mir das abfotografiert. Also das Dreieck. Oh Gott. Also, wir können die ja alle... können wir die schieben? In die Richtung kann ich nicht schieben. Okay. Ah, man kann immer nur... Und dann... Da lang. Okay, aber immer nur... Immer nur kreuzweise quasi. Oh Gott. Oje, oje, oje. Wenn ich dieses Bild so anschaue. Oh. Eine Idee. Also. Wir haben jetzt hier da zum Beispiel dieses Symbol. Da steht die Statue im Raum rechts davon. Nur komm. Dann schieben wir dich jetzt mal da. So, bei dem Symbol hier. Das sehen wir gar nicht, das lassen wir jetzt mal raus. Das hier, da steht die Statue links davon. So, bei dem Dreieck steht die Statue auch links. Da lang. So, beim Mond steht die Statue auch links. So. Bei dem hier steht die Statue rechts davon. So, und dann haben wir das da nicht bewegt. Dann kann das eigentlich nur... Dann müsste die eigentlich unten drunter stehen. Weil man das Symbol gar nicht sehen kann. Oder drauf. Schachfigur. Was mache ich jetzt mit der Schachfigur? Ich weiß sowieso nicht, was ich mit diesen schönen Schachfiguren anfangen soll. Gut, jetzt haben wir eine Schachfigur. Hilft mir wahnsinnig weiter. Dann haben wir jetzt alles. Wir haben... Wir haben zwei Türme, wir haben zwei Springer und jetzt haben wir zwei Läufer. Aber damit.
Was machen wir jetzt damit? So, die Säge, die wir hier gefunden haben, die haben wir schon verwendet. Also, gehe ich mal davon aus, der Raum ist erledigt. Hier, das war das Badewannenrätsel, das haben wir auch schon gemacht. Hier sind wir gerade mit den Statuen reingekommen. So, das war der Raum. Haben wir noch was im Klavierraum? Hier hatten wir das Statuenrätsel, das wird okay sein. So, hier war das mit den Büchern, das haben wir auch. Hier war das mit den Statuen. Schwarz, mit den Ritterrüstungen. Wo sind die eigentlich? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt frage. Hier haben wir doch auch noch eine kleine Kiste. Irgendwie. Na gut, ist. So, hier haben wir die Karte verwendet. Und hier war. Wenn man nicht mehr weiß, was man machen soll. Also ich finde ja, dass das darauf hindeutet, das war jetzt schon so ziemlich nahezu angekommen sind. So, hier. Ah, wir speichern erstmal. Das ist gut. Hier noch irgendwas. Ich sag immer noch. Hier. Okay. Was ist hier? Ich meine, normalerweise ist ja alles gelb hinterlegt, wenn irgendwas auffällig ist. Ovales haben wir jetzt halt auch nicht. Was Großes, Ovales oder irgendwas Schlüsselmäßiges. So, was war hier unten noch? Aber ich glaube, da war auch alles gut, oder? Das war so einer der ersten Räume, die wir irgendwie entdeckt haben. Lässt sich nicht öffnen. Der Kinderwagen. Ein normaler Schminktisch mit Spiegel. Jetzt nochmal alle Räume durchkaspern muss, ne? So, da drüben waren wir ja erst. So, gut, das war hier oben. So, hier unten hatten wir das Uhrenrätsel. War hier noch irgendwas? Bist immer noch komisch. Fuck, 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 fuck. Jetzt habe ich die echt nicht gesehen. Hier hatten wir das andere komische Rätsel. Ich wollte doch nur nachdenken. Ich wollte doch nur nachdenken.
Also ich bin auch schon mal, glaube ich, volles Risiko gegangen und bin an ihr vorbei. So geht's auch. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Dann können wir gleich mit den nächsten Räumen weitermachen unten. Das war das Spielzimmer, glaube ich. Da hat man auch schon alles gelöst. Eisen gefunden. Wir haben auch immer noch diese kleine Truhe bei der, also im Schuppen, bei der Säge. Kein Schlüssel mehr. Das finde ich ziemlich scheiße. So, hier hatten wir die Wand. Da haben wir noch. Das war der Friedhofsschlüssel und das war der kleine Schlüssel. Das waren diese nautischen Figuren. Hier unten hatten wir das Zahlenkästchen. Jo, es tut mir leid, dass ich euch jetzt noch mal einmal quer durch die Villa scheuche, aber wir kommen nicht drauf. Ich komme echt gerade nicht drauf, was ich mit diesen Schachfiguren soll und was, wo und wie und wer. So, hier, das war das Kaminrätsel. Es bleiben nicht mehr so viele Räume. Das hing mit dem Uhrenrätsel zusammen. Ja, und dann hatten wir noch diese komische Küche. Wo es hinten in den Garten rausging. Ja. Rollerrolle. Ich übersehe irgendwas. Ich übersehe irgendwas. Was war da nochmal? Ach ja, das war das. Wird jetzt in wildes Hin- und Hergerenne ausarten. Genau, da war auch nichts Interessantes mehr. Noch nicht mal was mit dem Taucheranzug hier. Der war eigentlich total belanglos, obwohl er sehr gut ausschaut. Oh. Thank you.
Schauen wir noch mal, ob wir im Schuppen irgendwas übersehen. Da haben wir wahrscheinlich fälschlicherweise den Baumstamm zersägt, weil hier sie lässt sich nicht öffnen. Ja gut, vielleicht müssen wir sie ja auch gar nicht öffnen. Vielleicht bilde ich mir die ganze Zeit ein, dass ich das öffnen müsste. Ja. Nachdem das jetzt wahrscheinlich eh einfach nur in Rumgeräne ausartet, ich schaue jetzt einfach noch mal rechts in den Garten darüber. Genau, da hatten wir den Friedhof, aber mehr gab es da jetzt ja auch nicht mehr. Ja, würde ich einfach an dieser Stelle Cut machen. Hier mal so. Oh je, jetzt ist der Arme ganz außer Atem. Den habe ich jetzt echt gestresst. Ja, also falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich hoffentlich rausfinde, was ich zu tun habe, weil, ja, das war jetzt einfach nur Rumgegurke, aber mal gucken. Wir schaffen das bestimmt. Ich sag bye bye, bis demnächst. Tschüss.